Das Soundsystem wurde aktiviert. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator Classic. Der Danny spielt das. Wir werden heute den IC 3062 auf seiner Fahrt nach Amsterdam Zentral auf dem Teilstück Köln-Bistesdorf fahren. Hier IC 3062. Ohne Verdienst Köln. Mit deiner Einfahrt dauert es noch einen Moment. Ihr habt da noch ein besetztes Gleis, weshalb du heute auch auf Gleis 5 kommst. Ja, alles klar. Ich danke dir und tschüss. Jo, gerne. Gute Fahrt dir. Verehrte Fahrgäste, zu Ihrer Information, die Einfahrt in den Kölner Hauptbahnhof wird sich aufgrund eines besetzten Gleises um wenige Minuten verzögern. Wir werden heute abweichend auf Gleis 5 einfahren. Ich bitte Sie noch um etwas Geduld. Ja, da habt ihr es gehört, dass sich unsere Einfahrt in den Kölner Hauptbahnhof noch ein wenig verzögern wird. Da seht ihr unseren Fahrplan für heute. Köln Hauptbahnhof, Leverkusen Mitte und schließlich Düsseldorf Hauptbahnhof, welchen wir um 19.09 Uhr erreichen sollen. Ihr habt es mit Sicherheit schon erkannt, dass dieses Szenario von Fair System Sound Design stammt. Und dementsprechend sind natürlich wieder Bahnhofsansagen vorhanden. Gespräche zwischen dem Zugchef und dem Lokführer und dem Fahrdienstleiter. Und ja, ich dachte mir, sowas mache ich einfach mal wieder. Ich finde sowas mal richtig schön. Von Fair System Sound Design gibt es immer schöne Szenarien. Das ist zwar schon etwas älter, aber nichtsdestotrotz immer noch schön. Fahren hier heute mit unserer Baureihe 101 von Virtual Railroads hinten dran unsere IC-Wagen. Während hier links noch der ICE3 sich auf den Weg macht. Ich denke, wir werden dann gleich Einfahrt haben. Und machen uns dann auf dem Weg weiter nach Düsseldorf Hauptbahnhof. So, wir dürfen. Wunderbar. Dann werden wir das auch tun. Wir wollen natürlich pünktlich kommen. So, 30 fürs Erste. Zugbeeinflussung. 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 So. Werden dann gleich in Köln natürlich noch die AFB dazuschalten. Aber ich denke, jetzt für die Fahrt bis zum Kölner Hauptbahnhof ist das nicht nötig. Sie fahren natürlich. Und nicht mehr als 30. Türfreigabe. So. Laut Zeitangabe kommen wir schon wieder zu spät an. Aber ich habe das auch schon mal in einem anderen Stream gesehen. Der hat es auch nicht pünktlich geschafft. Von daher, ich glaube, das ist gar nicht machbar. Ihr habt ja gesehen, ich bin unmittelbar losgefahren. Nach grün während des Szenarios, des Signals. Aber trotzdem komme ich laut Zeitangabe zu spät. Wir werden es sehen. Mehr als 30 dürfen wir ja gar nicht fahren, von daher, naja. Sie wird knapp, es wird wahrscheinlich nicht reichen, aber dann ist dem halt so. Ich glaube, das ist ein bisschen knapp bemessen hier, die Ankunftszeit in Köln. Jedenfalls meine Meinung. Ich kann ja jetzt hier nicht stehen bleiben, weil stehe ich ja gar nicht richtig am Bahnsteig. Es wird sich nicht ausgehen, aber das ist dann halt so. Bin ich schon zu schnell? Es geht sich nicht aus, aber tja, was soll man machen? Türfreigabe. Ne?
Es ist nicht möglich. So, wir öffnen die Türen und sind tatsächlich zu spät. Naja, was soll ich machen? Das war falsch. Entschuldigung, ich war noch beim TSW. So, wir haben Ausfahrt. Würde ich sagen, auf geht's. Nächste Station, Leverkusen Mitte. Aber wir haben trotzdem Haken. Bin ich jetzt aber überrascht. Ja, mal abwarten, wie die Fahrt so wird. Ach, jetzt habe ich die AFB vergessen. Mist. Dann machen wir Folgendes. AFB. 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 So, 40. Jetzt haben wir's. Nee. 30. Wir dürfen noch gar nicht schneller als 30. Ganz ruhig. Jetzt dürfen wir 40. Sifa? Video in Zollernbrücke. Wunderschön. Wunderschön. So, dürfen wir uns befreien. Ist sehr schön. Störung. Oh, schaut mal. Also ich finde die Bahnhofsansagen immer wunderschön. Das macht das Ganze wirklich sehr authentisch und sehr real. Also das hat Fairsystem wirklich hinbekommen. Das ist wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Und ja, also da können die sich wirklich auf die Schulter klopfen. Das so umgesetzt zu haben, muss man einfach sagen, perfekt. Also ich bin immer wieder begeistert davon, wie real das Ganze auch ist. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Mein Name ist Vincent van der Merwick und ich möchte Sie alle als Zugchef im Namen der Niederländischen Bahn und das weitere Zugpersonals an Bord des Köln-Amsterdam-Express von Köln Hauptbahnhof nach Amsterdam Central über Leverkusen, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Arnhem, Utrecht Central sehr herzlich begrüßen. Die erste Klasse finden Sie in Wagen 2, 3 und 5 des Zugverbands. Verehrte Fahrgäste, für weitere Fragen stehen Ihnen gern zur Verfügung. Unsere nächste planmäßige Halt ist Leverkusen. Wir wünschen Ihnen jetzt einen angenehmen Reise. Guten Abend, Damen und Herren. Mein Name ist Vincent van der Merwick und ich mag Sie als Kondukteur namens die Nederlandse Spoorwegen und meine Kollegas van harte verwelkomen aan boord van de Köln-Amsterdam Express. Onderweg zullen wij nog stoppen in Leverkusen, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Arnhem, Utrecht Centraal en ons eindbestemming Amsterdam Centraal. De eerste klasse bevinden zich in wagons 2, 3 en 5. Voor verdere vragen staan wij voor u klaar. Onze volgende stop zal zijn in Leverkusen. Wij wensen u een goede reis. Ja, sehr, sehr schön. Dieses Deutsch-Holländisch, einfach sehr, sehr schön umgesetzt. Bin total begeistert, also wunderschön. Von den Herrn van Maverick, der das hier eingesprochen hat. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, ob wir pünktlich in Leverkusen ankommen, lasse ich mal so dahingestellt. Sieht aktuell nicht danach aus. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir ja trotzdem mal wieder einen Haken. Haben wir ja in Köln auch bekommen. Von daher lasse ich mich da einfach mal überraschen. Es findet übrigens im Schnee statt, falls ihr das schon gesehen habt. Aber das passt ja ganz gut zur aktuellen Jahreszeit. Zu den Temperaturen draußen. Von daher passt das sehr, sehr schön. So, sind hier natürlich noch total im Bahnhofsbereich. Von daher sind diese niedrigen Geschwindigkeiten vollkommen normal. Aber ihr seht's, das wird sich gleich geben. Dürfen wir nämlich gleich endlich auf 130 schleunen. Dann auf unsere Reisegeschwindigkeit 160, wobei ich mir vorstellen kann, dass wir vielleicht auch noch 200 fahren dürfen. Aber das bleibt abzuwarten.
So, dann dürfen wir beschleunigen. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Leverkusen. Es besteht auch eine Umsteigmöglichkeit zur Stadtbahn, Regional- und Fernverkehr. Meine Damen und Herren, im Namen der Niederländischen Bahn und des Zugpersonals möchten wir uns von allen aussteigenden Fahrgästen verabschieden, bedanken uns für die Reise mit der Niederländischen Bahn und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, und zwar eine angenehme Weiterfahrt. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissen Sie sich, dass Sie sich nichts vergessen haben. Bitte beachten Sie auch den Lautsprecher-Durchsagen am Bahnsteig. Ausstieg ist in Fahrrichtung rechts. Wir würden uns freuen, Sie demnächst wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Kommen Sie gut an. Auf Wiedersehen. Damen und Herren, over enkele minuten komen wij aan op station Leverkusen. Mocht u van boord gaan, dan bedanken wij u voor de reis en denkt u alstublieft aan uw bagage. Let alstublieft ook op de omroepen op het perron. Deuren zullen aan de rechterzijde openen. Wij hopen dat u een aangename reis heeft gehad en wensen u nog een prettige avond. Ja, also diese Ansagen in Deutsch und Holländisch ist wirklich... Das ist wirklich ein Highlight, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr. Pünktlich werden wir allerdings nicht ankommen, aber naja, dem ist dann halt so. So, da fahren wir schon ein in Leverkusen Mitte. Eine laufende Diesellokomotive, wunderschön. Überhaupt ganz reinpassen, ist die nächste Frage. Türfreigabe. 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 Ach, nicht ganz. Nicht ganz. So, 18:57:34 sind wir hier angekommen. 18:54:46 sollten wir. Ob wir dafür einen Haken bekommen? Ich bin gespannt. Aber viel los ist hier gerade nicht an diesem Bahnhof. Haben wir denn alle Türen offen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Am Steuerwagen nicht, aber das ist nicht ganz so schlimm. So. Türen sind geschlossen, Bremse wird gelöst. Und wir haben X. Aber naja, das ist dann halt so. So, auf geht's. Nächste und Endstation Düsseldorf Hauptbahnhof.
Also pünktlich abzuschließen, oder pünktlich abschließen kann man dieses Szenario wahrscheinlich gar nicht, also erfolgreich. Weil wahrscheinlich dass die Fahrzeiten oder die Ankunftszeiten einfach zu knapp bemessen sind, als dass man das mit normaler Fahrweise schaffen würde. Also kann man nicht. Ihr habt es gesehen. Ich habe ja alles gemacht, was ich sollte und darf, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Naja. Jetzt kommt es auch weniger darauf an, also ob ich das Szenario schaffe, als darauf, dass ich den Spaß habe. Und den habe ich. Und das ist das, was zählt für mich. Und ja. Dann ist das halt so. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Vincent von der Merwick und ich möchte alle zugesteigenen Fahrgäste als Zugchef im Namen der Niederländischen Bahn und des weiteren Zugpersonals an Bord des Köln-Amsterdam-Express von Köln Hauptbahnhof nach Amsterdam Central über Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Arnhem, Utrecht Central sehr herzlich begrüßen. Die erste Klasse finden Sie in Waggon 2, 3 und 5 des Zugverbands. Verehrte Fahrgäste, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Unser nächster planmäßiger Halt ist Düsseldorf Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Reise. Guten Abend, Damen und Herren. Mein Name ist Vincent van der Merwick und ich mag alle ingestapte Reizigers als conducteur namens de Nederlandse Spoorwegen en mijn collega's van harte verwelkomen aan boord van de Keulen-Amsterdam Express. Onderweg zullen wij nog stoppen in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Arnhem, Utrecht Centraal en ons eindbestemming Amsterdam Centraal. De eerste klasse bevinden zich in wagons 2, 3 en 5. Voor verdere vragen staan wij voor u klaar. Onze volgende stop zal zijn in Düsseldorf Hauptbahnhof. Wij wensen u nog een prettige reis. Ja, das wäre natürlich jetzt super, wenn man auch noch bis Duisburg und Oberhausen fahren könnte. Also praktisch so wie im TSW, wobei im TSW ja auch kein Oberhausen dabei ist. Aber Duisburg, das wäre natürlich super, wenn man sogar noch bis Amsterdam fahren könnte. Das wäre zwar eine etwas längere Reise, aber es wäre auf jeden Fall nice. Aber das ist nicht möglich, sodass wir dann in Düsseldorf Personalwechsel haben. Ja, kann man machen, nichts. Muss man sich nur wundern. An alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, am Dienstag, den 6. Dezember 2022, wird es für den TSW 3 eine neue Strecke und neues Rollmaterial geben. Und zwar die neue Strecke Bremen-Oldenburg. Und an Rollmaterial unter anderem die Baureihe 110.3 samt N-Wagen und Steuerwagen, fahrbar natürlich. Kostenpunkt bei Steam für 35,99 €. Die Strecke ist lang, 44 Kilometer, wie gesagt, Dienstag, den 6. Dezember 2022, soll das Ganze veröffentlicht werden. Unter anderem die Baureihe 110.3 samt N-Wagen und Steuerwagen und die neue Strecke Bremen-Oldenburg. Also werdet ihr es euch kaufen oder denkt ihr, es ist zu viel Geld für die relativ kurze Strecke von 44 Kilometern, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt auf eure Aussagen. Ich persönlich freue mich drauf. Aber das sieht natürlich jeder anders. 35,99 € ist natürlich eine Menge Geld für 44 Kilometer Strecke. Muss jeder selber wissen. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob ihr euch die Strecke zulegt. Verehrte Fahrgäste, die planmäßige Abfahrt unseres Zuges wird sich in Düsseldorf Hauptbahnhof um einige Minuten verzögern, da wir noch auf Anschlussreisende warten. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Dames und Herren, wij zullen in Düsseldorf Hauptbahnhof nog even wachten op reizigers uit een andere trein.
Hierdoor zal ons vertrek enkele minuten worden uitgesteld. Wij vragen om uw begrip en bieden onze excuses aan voor het ongemak. Ja, sowas gehört natürlich auch zum Bahnalltag dazu, dass ein Zug wartet auf den anderen, auf einen anderen Zug, auf Fahrgäste, die noch umsteigen wollen, zusteigen wollen. Das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn da ein Zug dann, wenn das möglich gemacht wird, dass ein Zug wartet. Ist nicht immer der Fall, aber so zwischendurch ist das möglich und ja. Weil es gibt immer wieder Vorfälle, wo sich ein Zug verspätet und wenn dann der andere Zug, der Anschlusszug praktisch auf den einfahrenden Zug wartet, das ist immer eine sehr, sehr feine Sache. Ist wie gesagt nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, dann ist das sehr, sehr schön, finde ich zumindest. So, wir haben ja gleich noch 10 Kilometer. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Düsseldorf Hauptbahnhof. Wir haben alle planmäßigen Anschlüsse für Sie erreicht. Sie erhalten Anschluss mit ICE 820 Richtung Essen über Duisburg Hauptbahnhof um 19.40 Uhr von Gleis 18. Mit Eurocity 8 nach Hamburg-Altona über Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Münster, Osnabrück, Bremen, Hamburg, Harburg, Hamburg Hauptbahnhof um 19.46 Uhr von Gleis 16. Mit Regionalexpress 10436 Richtung Aachen über Neuss, München-Gladbach, Reitz, Erkelenz, Lindern, Geilenkirchen, Herzogenrath um 19.50 Uhr von Gleis 11. Mit Regionalexpress 10.143 Richtung Hamm über Düsseldorf Flughafen, Duisburg, Mülheim, Essen, Bochum, Dortmund, Kamen, Nordbrügge um 19.53 Uhr von Gleis 7. Bitte beachten Sie, der IC von Oberhausen nach Bremen mit planmäßiger Abfahrt um 19.42 Uhr von Gleis 10 wird wegen verspäteter Bereitstellung 20 Minuten später eintreffen. Des Weiteren besteht auch Umsteigenmöglichkeit zur Stadtbahn und Regionalverkehr. Meine Damen und Herren, im Namen der Niederländischen Bahn und der Zugpersonals möchten wir uns von alle aussteigenden Fahrgäste verabschieden, bedanken uns für die Reise mit der Holländischen Bahn und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, und zwar eine angenehme Weiterfahrt. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecher-Durchsage am Bahnsteig. Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wir werden uns freuen, Sie demnächst wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Kommen Sie gut an. Auf Wiedersehen. Dames und Herren, over enkele minuten komen wij geheel volgens dienstregeling aan op station Düsseldorf Hauptbahnhof. U kunt hier overstappen op ICE 820 richting Essen via Duisburg Hauptbahnhof om 19.40 van spoor 18. Eurocity 8 naar Hamburg-Altona via Osnabrück en Hamburg Hauptbahnhof zal vertrekken om 19.46 vanaf spoor 16. Regionaal Express 10436 richting Aachen zal vertrekken van spoor 11 om 19.50. Regionaal Express 10143 richting Hamm via luchthaven Düsseldorf vertrekt om 19.53 van spoor 7. Mocht u van boord gaan, dan bedanken wij u voor de reis en denk alsjeblieft ook aan uw bagage. Let alsjeblieft ook op de omroepen op het perron. Deuren zullen aan de rechterzijde voor u openen. Wij hopen dat u een aangename reis heeft gehad en wensen u nog een prettige avond. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Waarom denn? Ik war toch op 80. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Jetzt kommen wir erst recht zu spät.
Leute, Leute, ich hab doch... Zwangsbremsung. Türfreigabe. 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 Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Habe ich einmal nicht quittiert, habe ich ein Zwecksignal übersehen? Was war da mein Problem? Ich war doch auf 80. Sind noch nicht mal 80. Da vorne erst. Störung. Wisst ihr was? Manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal verstehe ich das ganze System nicht. Zugbeeinflussung. Naja, zu spät waren wir eh. Wir haben es ja eh nicht, hätten es ja eh nicht geschafft. Von daher ist es jetzt auch nicht mehr so tragisch. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, jetzt bleiben wir unter 40. Kann eigentlich nichts mehr passieren. Meine Güte. Also wie gesagt, pünktlich zu schaffen ist dieses Szenario nicht. Aber das liegt nicht an Zwangsbremsen oder sonst irgendwelchen Problemen, sondern ganz einfach daran, dass die Fahrzeiten zu knapp bemessen sind. Also die Fahrplanzeiten. Ist einfach nicht möglich. Naja. Es macht trotzdem Spaß, finde ich. Zugbeeinflussung. Jetzt mal von der Zwangse abgesehen, finde ich es von der Aufmachung her, vom ganzen, ja. Ansagen her, vom Bahnhof, von der Bahnhofsatmosphäre her, finde ich das sehr, sehr schön. Es ist halt typisch Fährsystem, da kann man sich immer darauf verlassen, dass das gut wird. Fährsystem macht immer sehr, sehr gute Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da wären wir in Düsseldorf Hauptbahnhof. Unpünktlich, aber dem ist dann halt so. Kann man nichts daran ändern? Kann man sich nur wundern? So. Meine Damen und Herren am Gleis 17, willkommen im Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja, willkommen im Düsseldorf Hauptbahnhof, auch wenn wir zu spät sind. Schade, Sie haben das Szenario nicht erfolgreich beendet. Naja, was soll man tun? Kann man nichts tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wahrscheinlich wird es dieses Wochenende noch einen Livestream geben, bin mir noch nicht ganz sicher. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf. Euer Danny Spieters. Bis zum nächsten Mal in einem neuen Video. Passt auf euch auf, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Danny Spieters. Macht's gut, bye bye.